Hallo! Herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Mein Name ist Dan und wir schauen uns heute mal neue Änderungen in The Division 2 an und was es noch so alles an Neuigkeiten gibt. Also, viel Spaß damit und ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende! Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt ein paar News aus dem neuen State of the Game. Und zwar, es gibt einen neuen Wartungsrhythmus. Seit Jahren sind wir daran gewöhnt, dass Division 1 und auch Division 2 in der Regel donnerstags immer die wöchentliche Wartung hat. Und seit dem Erscheinen des zweiten Teils wurden die Wartungen für das erste Division auf Dienstag verlegt. Und jetzt drehen die Entwickler die Tage um. Das hat irgendwie technische Hintergründe, warum genau hat Massive jetzt nicht gesagt, aber von jetzt an wird an Dienstagen der Division 2 gewartet und sofern nötig an Donnerstagen der Division 1 gewartet. Entsprechend angepasst gibt es da auch noch neue Reset-Timer bei mydivision.net für Division 2. Schaut da mal rein, ich packe euch einen Link unter das Video, das ist ziemlich cool. Ja, die zeigen jetzt auch den Dienstag als Wartungstag an. Dazu gibt es weiterhin aktuelle Probleme. Wer jetzt ab und zu mal in der Dark Zone war, der weiß ganz genau, zuletzt wurde man das ein oder andere Mal von der Granate des Dreiteile-Bonus vom Dilemma des Verhandlungsführers gesetzt. Ich hasse es, von den Füßen geholt. Der feuert nämlich dann eine Granate auf euch ab, wenn ihr die Rüstung des gegnerischen Spielers zerstört habt. Nicht zuletzt aufgrund der Änderungen am Granatenschaden ist das so mächtig, dass ihr kaum wisst, wie ihr da stehen bleiben sollt. Das klatscht euch so weg, wenn ihr euch trifft, ist völlig vorbei. Da ist die ganze Balance im PvP völlig im Arsch. Ne, also da müssen noch einige Änderungen jetzt am Drei-Teile-Bonus vorgenommen werden, sagte Massive, weil die wollten das so auch nicht momentan planen. Die Entwickler nehmen der Granate einen Zeitzünder von etwa 2 Sekunden zu verpassen, sodass sie nicht sofort bei Kontakt mit euch explodiert. Und ja, dass man so kurzfristig noch die Chance hat auszuweichen, das wäre erstmal ein schneller Fix. Das User-Interface soll außerdem eindringlich auf die nahende Bedrohung hinweisen, finale Entscheidungen stehen noch aus, aber Anpassungen sind im Anmarsch. Da freue ich mich sehr drüber, denn ganz ehrlich, das war zum Kotzen, das war richtig ätzend. Ja, und Berichte von Spielern über unsichtbare Wände, NPCs, die in Räumen feststecken oder Stellen Spielwelt, die von Kugeln nicht passiert werden können, lassen die Entwickler mittlerweile so ein bisschen aufhorchen. Die hören da genauer hin. Die Meldung wird eifrig nachgegangen und Massive bittete die Spieler um weitere Berichte zu diesen Fehlern, denn die wollen das Phänomen beheben und sind da ziemlich hart dran. Wie gesagt, bekannt ist auch das Problem, dass Gameplay-Aufnahmen auf der Xbox One mitunter der Sound fehlt. Eine Lösung existiert bereits und wird bei der nächsten Gelegenheit verteilt. Auf der PlayStation 4 vermehrt auftretende Bluescreens werden vom Team derzeit auch untersucht. Und ebenso kam es seit dem Release von Division 2 immer wieder zu Meldungen einzelner Spieler. Sie würden keine Vanity-Items in der offenen Spielwelt finden. Ich meine, klar, irgendwann hat man alles gefarmt. Ich dachte auch, ich hätte alles gefarmt. Aber tatsächlich haben die Spieler wohl doch nicht alle Kleidungsstücke. Daher wird das System, wie das Spiel die Items verteilt, geändert. Insgesamt 72 Vanity-Items wandern in einen neuen festen Lootpool und werden dann, sofern sie fehlen, auch garantiert an die betroffenen Agenten verteilt. Ja, und PC-Spielern ist aktuell wahrscheinlich der aktuelle Geschwindigkeitsrekord des Raids aufgefallen. Der liegt momentan bei etwas über 4 fucking Minuten. Alter. Das kann doch nicht echt sein. Also allein schon aufgrund der Laufwege müsste man da eigentlich meinen, dass Sonderzeit eigentlich unmöglich ist. Auch die Entwickler sind skeptisch. Ob es bei dem Lauf wirklich jetzt mit rechten Dingen zugegangen ist oder ob da Cheater am Wert waren, das wird jetzt momentan untersucht. Und da wird dann noch geklärt, ob das ein Betrug war oder nicht. Die Bestenliste wird nach Abschluss der Untersuchung entsprechend korrigiert oder eben auch nicht. Von daher bin ich mal gespannt. Massive fragt sich weiterhin, sollen wir State of the Game noch machen? Wie soll die Zukunft überhaupt aussehen? Was macht State of the Game aus? Soll der Fokus auf News zum Spiel und den kommenden Inhalten liegen? Fände ich cool. Wünscht sich die Community andere Inhalte für die Show? Soll der Stream überhaupt stattfinden, wenn es keine News zu vermelden gibt? Oder sollte man weitere Formate einführen, die dann vielleicht verstärkt Einblick hinter die Kulissen liefern? Das ist eine gute Frage. Also Einblicke hinter die Kulissen fände ich ziemlich interessant. Ich würde gerne mal sehen, wie Massive so arbeitet. Das wäre eine schöne Nummer und da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie seht ihr das? Schreibt mir doch mal unten drunter unter das Video in die Kommentare. Was wollt ihr dabei sehen? Ja, und auf diese und viele weitere Fragen werden derzeit Antworten gesucht.
Gerne könnt ihr euer Feedback dazu im offiziellen Ubisoft-Forum hinterlassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ganz ehrlich, selbst wenn das State of the Game mal nicht so oft stattfindet, das hat trotzdem keine Auswirkungen auf unsere News und unsere Videos. Ich würde da gerne weiter mitmachen. Und ich würde mich freuen, euch wieder hier zu sehen. Denn wir sind jetzt leider schon am Ende des Videos angekommen. Ihr seid ein tolles Publikum. Danke fürs Zuschauen. Lasst uns mal ein Abo da. Wir sprengen die 500. Wir haben jetzt 400, etwas über 470. Würde mich über 500 freuen. Also links auf Abo klicken. Rechts gibt es nochmal Videos. Und ich kann nur noch sagen, schönes Wochenende. Bis denn, euer Dan.